Na schön, das hätten wir ja. Dann können wir jetzt einmal so speichern und so. Und jetzt können wir Slayne abschlachten. Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Wir können Slayne. So. Das sollte ja da sein. Ich hoffe, es ist nicht so spät. Was auch immer er hier vorhat. Ich hoffe, er hat es noch nicht. Na, erstmal läppisch anlaufen. Da, Slaynes Schiff. Ich wusste doch, dass er hier ist. Und gleich wegballern. Ja, ballert ihn weg. Ballert ihn weg, los. Diesen Penner. Okay. Na gut, ne, wir sollten vorher noch diesen anderen Typen befreien. Den Steuermann. Komm mit. Claro. So, bis jetzt unser neuer Kumpel. Der Kumpelgnom. Die Weiterentwicklung von Kumpelblase. Okay. Na, gleich mal das Schiff besuchen. Okay. Können wir nicht anheuern. Um die Typen da zu ver... Hey, sag mal, hast du vielleicht Rick gesehen? Wer war das nochmal? Was ist denn mit Rick? Er ist vor einiger Zeit hier vorbeigelaufen und hat was von Schätzen gefaselt. Ich glaube, er wollte in den Dschungel. Ich habe ihn seitdem nicht mehr wiedergesehen. Er kann doch gar nicht richtig kämpfen. Ich mache mir echt Sorgen. Okay, eigentlich sollte niemand mehr auf der Insel sein. Die ganzen Biester sind tot. Hast du eine Ahnung, wo Rick sein könnte? Nein, aber frag doch mal Bill. Der steht doch den ganzen Tag am Ausgang. Okay, dann suchen wir ihn mal. Ich werde Rick mal suchen. Ich danke dir. Im Dschungel ist es echt gefährlich. Ja, nicht mehr. Hab alles getötet. Wo ist Rick? Okay, wir haben ihm ja den Standpunkt eines Schatzes gesagt. So, was wir geplündert haben. Okay, habe ich auch vergessen, wo das war. Ich glaube, irgendwo im Osten. So, hallo, ist hier wer? Ich will wen verprügeln. Ah, hier ist niemand. Wo ist denn hier der Steuermann? Ist er in der Kneipe? Na, könnte sein. Okay, macht Sinn. So. Dass hier nur der eine Smoothie da ist. Na, und der wird bald arbeitslos. So. Ich brauche jetzt erstmal ein Verdauungspäuschen. Na, kannst jetzt ja ein langes machen. Ist jetzt bald arbeitslos. Tja. Okay, neue Aufgabe, ist ja toll. Ah, ich glaube, er hat sich nur verlaufen. Oder er gräbt immer noch. So. Ist halt ein schwacher Typ. Nehme ich an. Okay, weißt du was? Suchen wir ihn schnell. Was sein? Ja, was sein muss, muss sein. Erstmal die Nebenaufgabe machen hier. Denn wer weiß, ob das nicht nachher gelöscht wird. Wenn wir das andere tun. So, Nabil, hast du ihn gesehen? Sag mal, hast du Rick gesehen? Du meinst den dürren Lagermeister? Genau den. Ei. Und wo ist er hin? Ist dem Pfad in den Dschungel gefolgt. Er hatte eine Schaufel dabei und sah ziemlich glücklich aus. Hab ihn vor den Monstern gewarnt, aber er hat nicht gehört. Frag doch mal die Wasserträger am Teich nach ihm. Danke, das werde ich. Na schön. Ja, und danach weiß keiner mehr was. Na gut, ich glaube, ich habe ihn irgendwo hier hingeschickt. Hier oder hier, irgendwo hier. Oder ich glaube, ne, hier war der Schatz, den ich ihm gesagt habe. Laut dem Erinnerungswan. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Na, nee. Was machst du denn hier? Ich dachte, das wäre einer zum Anquatschen. So, toll. Ja, das sah genauso aus wie ein Wasserträger. Da habe ich ihn verwechselt. Okay, wen kann ich hier anquatschen? Ja, der Typ da ist auch weg. Okay, hier ist niemand. Also toll. Da sind die Affen wieder da. Die sind respawned. Ach toll, okay, dann ist er doch in Gefahr. Verdammt.
Nicht gut. Ha! Ha! Hui, bleib hier! Ha! Ha! Na geht doch! So, schön weggeklatscht. Schön. Okay, ist auch gut, wieder Erfahrung und Loot. Da könnt ihr ruhig wiederkommen. Da habe ich nichts dagegen. Da wir haben hier noch so viel zu lernen. Und anderes. Geil. Nichts zu holen. Das ist mein Loot. Nein, hast du geklaut. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Das ist halt der Nachteil, wenn man ihn dabei hat. Der klaut einem den Loot, das Loot, genau. Klaut der einem. Und die Freude daran. Tja, er ist auch so ein Looter. Buch. Was war das denn? So, was bist du? Hast du hier was gelootet oder was ist los? Okay. Tja, mal schauen, wo er ist. Vielleicht ist er schon da oben. Ha! Hui! Hä, wer hat dir gelabert? Hier hat einer gelabert, wer ist hier? Oder war das er? Hat dir Rick gesprochen? Hallo, Rick. Aber wo ist denn der hin? Ja, ich schau mal da oben nach. Ja, ich hoffe, es geht ihm gut. So. Denn für einen leeren Schatz zu sterben, das ist schon ziemlich scheiße. So. Tja. Okay, er ist nicht hier. Er hat das hier nie erreicht. Na, verdammt. Okay, kein gutes Zeichen. So, langsam runter. Nicht an Fallschaden sterben. So. Okay, er hat das hier nie erreicht. Okay, wo könnte er sein? Ja, und ein anderer Wasserträger ist hier nicht. Den man anquatschen kann. Er müsste eigentlich irgendwo hier sein. Denn wenn er diesen Weg entlang gegangen ist. Dann müsste er eigentlich irgendwo hier sein. Irgendwo hier. Okay, das ist das da vorne, gut. Ich glaube, so weit ist er nicht gegangen. Außer er ist wie Zorro und verlauft sich. Dann wird er schon da hinten sein. Aber sonst. Okay, suchen wir einen Wasserträger, den man anquatschen kann. Ansonsten keine Ahnung, wo er hin ist. Halt! Halt! Hast du vielleicht Rick hier vorbeikommen sehen? Hä? Rick, den Lagermeister, hast du ihn gesehen? Du bist manchmal ziemlich ungemütlich. Weißt du das? Warte mal. Doch, ich habe ihn gesehen. Er ist im Pfad in den Dschungel gefolgt. So ziemlich gerade auf die Felswand zu. Faselte was vom Fluss. Hey, der ist also doch in diese Richtung, willst du mich verarschen? Ist aber hier ganz woanders. Okay. Tja. Okay, ist also doch irgendwo da vorne in diesem Fall. Hey, aber da vorne war doch kein Schatz, oder? Ach, keine Ahnung. Ah, ist ein komischer Rick.
So. Aber es wird ein bisschen öfters trinken. Ah, der Rick, der ist komisch. Wo geht der denn hin? Gut, dass dich der Klabautermann nicht gefressen hat. Das war kein Klabautermann, Eddie. Das war ein Leviathan. Ist mir doch egal, was das war. Hauptsache, ich sehe es nie wieder. Na, ist das tot. Das nächste Mal passen wir einfach besser auf, wo wir fischen. Ich wäre in der Höhle bestimmt vor Angst gestorben. Wenn ich nicht herausgekommen wäre, wärst du bestimmt in der Hütte verhungert. Ja, kann sein. Lass uns besser nicht weiter darüber nachdenken. Okay, ja, darauf trinken. Na, was geht ab? Das Meer ist wilder geworden in den letzten Jahren. Ja. Gut, dass es noch Typen wie dich gibt. Aber da bin ich auch froh. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Na schön. Tja, die Welt ist in Ordnung. Bis auf... Egal, was sich ändert. Ich würde nirgends lieber leben als hier. Ja, bis Mara und so, die ganze Geschichte. Aber sonst ist die Welt in Ordnung. Oder gerade deswegen ist es in Ordnung. Na schön, er sagt ja was vom Fluss. Ja, das ist aber ein Meer. Wo ist denn hier ein Fluss? Okay, keine Ahnung. Er müsste dann irgendwo hier sein. Okay, treten, auch schon lange nicht mehr. Lange nicht mehr gehabt. Ha, schlag zu, Jafar, los. Ha, hui. So ist meins. Okay, das hätten wir. Na gut, ich glaube, hier war noch ein Schatz. Ja, genau da oben, glaube ich. Oder ne, ist nur so eine Truhe, okay. Ey, wo ist denn der hin? Wird mich verarschen, Rick. Ja, zieht das Let's Play hier wieder in die Länge. Der Showdown mit Slane. Zieht der in die Länge, ist ja ganz toll. Wurde bestimmt von ihm bezahlt. Hey, wo soll denn der sein? Oder müssen wir seine Leiche suchen? Wo ist denn der Penner hin? Okay, oh, der meinte hier was anderes. Ach, warte mal. Ach, vielleicht meint er hier das hier, diesen Fluss hier. Ach, okay, toll. Gehen wir mal da vorne hin. Denn ich glaube, hier ist er nicht. Ach man, zeig dich schon. Ich will das ja mit Slane beenden. Ja, toll. Hätten wir eh mal nichts davon gesagt. Hätten wir das mal gelassen. Ist jetzt die Konsequenz daraus. Toll. Für ein bisschen Erfahrung. Kommt jetzt das. Na schön, Richtung Fluss. Na, dann gehe ich mal hier hin. So. Irgendwo hier muss er dann sein. Sollte, müsste. Ist jetzt auch noch die Frage, auf welcher Seite? Auf welcher Seite des Ufers er ist. Okay, da ist ein Affe. Rick, bist du es? Ah, nee, glaub nicht. Hat eine kürzere Nase, okay. Das ist er nicht. Ja, wo ist er denn? Nee, hier ist er auch nicht. Okay. Ich glaube, da oben ist er nicht. Hoffe ich mal. Ich hoffe mal, der ist nicht da nach oben gegangen. Zu diesem komischen Tor. So, wo ist denn der Penner? Hey, da ist ein Poku-Pilz. Poku-Pilz. Komm ran. Schön. So. Hat der Vergangenheitswahn übersehen. Okay, ist er vielleicht da vorne auf dem Weg? Ach, komm schon. Ich brauche so einen Rick-Detektor.
ein Rickradar. Dann finden wir ihn schneller. Aber das wird leider ja später erfunden. Ist das falsche Zeitalter hier. Schade. So. Okay, ist er vielleicht hier vorne? Na gut, ich glaube nicht. Oder? Warum sollte er hier hingehen? Ja, nee, hier ist er auch nicht. Ach Mann. Ach, wo zur Hölle? Ist er vielleicht da vorne zur Hütte hin? Ja, du solltest bald schlafen gehen. Denn nachts ist es noch schwerer, ihn zu finden. Genau deswegen. Da sieht man kaum was. Ist alles so dunkel. So. Okay, warte mal kurz. Der Jafar ist ja ziemlich leise. Stimmenlautstärke 100. Und er ist trotzdem so leise. Okay. Das ist ja toll. Okay, ich gehe erstmal diese Seite hier ab. Vielleicht ist er hier irgendwo. Ah, die Sonne, sie blendet. Ah. Okay. Och Mann, wo ist er hin? Okay. Was ist los? Oh oh. Na, tschüss. So. Gefahr vorbei. Tja. Okay, das war auch nicht Rick. Hätte aber sein können. Okay, ich glaube, hier ist er auch nicht. Och Mann, wo ist denn der? Willst du mich verarschen? Wie kann man sich denn so verlaufen? Ah, ist noch ein Versunkener, toll. Ich hatte schon eine kleine Hoffnung, okay. Ich habe so langsam das Gefühl, wir müssen seine Leiche suchen. Na, was soll die Scheiße denn? Halt's Maul. Stirb. Keine Zeit für dich. Okay, wir müssen wohl seine Leiche suchen. Was irgendwo hier rumliegt. Glaube ich so langsam. Oh oh, Krabbe. Oh shit, Leviathan, was? Willst du mich verarschen? Was machst du denn jetzt hier? Okay, ist ja easy. Tschüss. Aber wir sind viel zu stark. Ist auch gut so. Schön. Hatte Kamara nur kommen. Die bekommt aufs Maul. So. Aber es ist noch ein weiter Weg. So. Denn es kommt da immer noch so einiges auf uns zu. Wir haben immer noch so einige Inseln offen komplett. Und wer weiß, was da sonst noch so kommt. Ha. Ha. Autsch. Oh! Schnauze! So. Ja, die nervigen. Autsch. Tja. Ich glaube, Jafar kann gut ablenken. So. Na, das ist mein Loot, Mann. Da ist der Nachteil. Ah, noch einer, schön. Noch mehr Ruhm. Ruhm. Geil. Oh, nichts, okay, toll. Ah, der ist so schnell, der Jafar. Okay, schauen wir mal hier vorbei. Vielleicht ist er hier irgendwo. Habt ihr keine Ahnung warum. Aber vielleicht. Irgendwo hier. Oh, das ist eine Leiche zumindest. Na toll.
Tja. Okay, ist er vielleicht doch hier oben. Ist er hier nach oben gegangen, weil er das hier gesehen hat? Ist er so neugierig wie ich? Ansonsten keine Ahnung, wo er hin ist. Da müssen wir wohl seine Leiche suchen. Was irgendwo rumliegt. Ah, da ist wieder so einer. Das ist auch schön. Geil. Dankeschön. Da, nee, hier ist er auch nicht. Okay, ja, und da habe ich mich jetzt auch wieder erinnert, was das hier ist. So, da kam die Erinnerung, irgendwann nach der Aufnahme. Da weiß ich jetzt wieder, was das ist. So, es kommt später. Muss ich jetzt hier nicht weiter überlegen. So, ist storybedingt. Und deswegen einfach weitermachen, bis das kommt. Sobald wir Rick gefunden haben, noch Mann, ey. Warum muss das hier so lange dauern und... Ja, jetzt ist auch noch nachts. Das ist ja noch beschissener. Wo zur Hölle ist der? Er sagt ja was vom Fluss zum Fluss. Am Fluss, im Fluss, keine Ahnung. Okay, warte mal. Können wir das hier irgendwie markieren? Ich habe keine Lust mehr. Auf der Karte markieren. Schade, funktioniert nicht. Ja, hätte sein können, dass es markiert wird, aber ja. Macht ja auch keinen Sinn. Aber ich habe trotzdem gehofft. Aber sie verarschen, da bist du. Du Penner. Oh, beim alten Stotterbart. Endlich ein Mensch. Alleine in der Wildnis? Granne Dango, viel zu gefährlich. Ich dachte, ich würde hier elendig verhungern. Oder noch schlimmer, gefressen. Ah ja. Übertreibst du nicht ein bisschen? Übertreiben? Das geht gar nicht. Ja, doch. Ich bin schon seit Tagen hier und kann froh sein, dass ich noch lebe. Warst du eigentlich schon mal nachts allein im Dschungel? Naja. Es ist fürchterlich, sag ich dir. Du holst mich doch hier raus, oder? Ja, vielleicht. Was wolltest du eigentlich im Dschungel? Ich wollte einen von Antiguas Schätzen heben. Aber dann kamen diese schrecklichen Monster. Überall kriecht und raschelt etwas. Wenn das Leben eines Piraten ist, bleibe ich lieber in meinem Lagerhaus. Okay, nee, das ist gar nichts. Das wird noch viel schlimmer. Ich bring dich zurück in die Stadt. Alles klar, ich folge dir. Na schön, komm mit. Okay, wir haben uns endlich. Schön. Da war der Pain also die ganze Zeit. Und ist hier vor einem Affen geflüchtet. Vor einem einzigen Affen. Oder vor zwei. Ich glaube, hier war einer und weiter da vorne. Vor diesen zwei Affen ist er geflüchtet. Okay, und er war tagelang da hinten. Hat aber neue Angst. Nachts hier, okay, er ist dumm. Ich sehe schon. Ja, hat Angst, nachts hier durchzugehen. Und tagsüber bleibt er dann da hinten die ganze Zeit. Obwohl er dann gehen könnte. Tja. Okay, ich hoffe, er kommt wieder. Ach, guck mal. Das ist er doch. Was? Okay. Na, ja, da vorne ist er. Okay, er ist wieder da. Schön. Na, ja, dann komm mal. Na, ja, da ist er ja. So. Tja. Auch tagsüber hat er Angst, nachts hier hindurch zu gehen. Na, ist er nicht gerade der Schlauste. So. So, ich habe ihn gefunden. Ich muss jetzt mal die Augen offen halten. Ja, mach das. So. Na schön, jetzt aber schnell. Ich will das ja mit Slane beenden. Komm schon.
So. Das war da vorne. Da müssen wir hin. Hey, schau mal. Ich habe Rick gefunden. Und? Was ist mit ihm? Er ist tatsächlich im Dschungel. Hast du ihn denn nicht zurück in die Stadt gebracht? Ihr Jungs braucht echt für alles einen Auftrag, oder? Danke für die Nachricht. Hätte nie gedacht, dass ich mal so froh bin, wieder in diesem Nest zu sein. Danke für deine Hilfe. Hier, ich hoffe, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, das hoffe ich auch. Pass das nächste Mal besser auf dich auf. Worauf du einen lassen kannst. Ja, ne, lieber nicht. So, lieber auf was anderes, okay, und du bist blind. Rick ist wieder in der Stadt. Oh gut, jetzt bin ich echt erleichtert. Hier, ich habe etwas Schmuck für dich. Hübsch. Kannst es ja verkaufen, wenn du willst. Ich bin jedenfalls froh, dass Rick wieder da ist. Ja, danke, okay, jetzt könnt ihr ja ein bisschen zusammen sein. Das kann er jetzt gebrauchen. So, denn es war sehr schrecklich für ihn. Und die Einzige, die sich um ihn sorgt, ist blind. Und er kennt ihn nicht. Na, ja, schon traurig. Okay, jetzt aber. Slane! Ein Moment. Ich kann dich da jetzt nicht reinlassen. Geh mir aus dem Weg, oder du wirst es bereuen. Mhm. Ja, geh weg. Na, warte. Übergelaufen? Du meinst, er hat uns einfach im Stich gelassen? Ich fürchte ja. Wahrscheinlich sitzt er jetzt gerade mit den Protektoren an einem Tisch und lacht über uns. Ach, ich weiß nicht. Das passt gar nicht zu ihm. So. Ich schwöre dir. Glaub ihm kein Wort. Er ist ein Lügner. Tja, jetzt hol mich der Teufel. Du lebst noch? Ja, aber du nicht mehr lange, du Schwein. Komm raus, lass es uns zu Ende bringen. Was zum Henker ist hier eigentlich los? Slane hat uns beide verarscht, Admiral. In seinem Auftrag habe ich gegen dein Handelsverbot verstoßen. Zum Dank dafür hat er versucht, mich umzubringen. Was sagst du da? Das ist ja ungeheuerlich. An deiner Stelle würde ich mich vor ihm in Acht nehmen. Wenn du mich fragst, steckt er mit Mara unter einer Decke. Er hat auch gesagt. Keine Ahnung, wie du das überlebt hast, aber für einen Kampf hast du dir den falschen Ort ausgesucht. Dieser Hafen hier ist neutraler Boden. Kapitän, wenn du nicht gegen deinen geliebten Kodex verstoßen willst, dann wirf diesen Bengel aus deiner Stadt, Alvarez. Komm her, wir können es gleich hier erledigen. Schluss damit. Wenn ihr euch prügeln wollt, dann so, wie es der Kodex verlangt. Ihr werdet draußen auf dem Blutschwurplatz ein faires Duell austragen. Nichts lieber als das. Na schön, Kleiner. Da hast du deinen Kampf. Mach dich bereit. Ich warte auf dich draußen auf dem Blutschwurplatz. Ah, lieben gerne, okay. Na schön, da wird jetzt geslaint. So. Ja, und dass er für Mara arbeitet, hat er auch selbst gesagt. Da vorne, okay, stimmt. So. Okay, aber der Held hier ist genauso vergesslich und verpeilt wie ich. Tja, da haben wir was gemeinsam. Okay, legen wir los, oder? Nee, warte. So, jetzt können wir loslegen. Na, warte, du Penner. So, mein Freund. Hast du noch was zu sagen? Ja. Was hat Mara dir dafür bezahlt? Was sie mir gibt, kann man mit Gold nicht aufwiegen, mein Freund. Ja, jetzt dreht er völlig durch. Wenn du sie nur sehen könntest, wie ich sie sehe, dann würdest du verstehen. Ich höre ihre Stimme. Immerzu sehe ich ihr Gesicht. Sie ist wunderschön. Ah, verstehe schon. Ich habe gar keine andere Wahl, als ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Mhm. Mann, du bist ja vollkommen besessen von diesem Monstrum. Ja, spotte du nur. Deine Zeit ist vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Sie hat deinen Tod befohlen und genau das werde ich jetzt erledigen. Du bist so gut wie tot. Okay, Jafaki aus dem Weg, jetzt mal ziehen. Ah, der ist indoktriniert. Oder nur verliebt. Ha! Dann komm mal, ha! Ui! Interessant. Der hat hier Wurfmesser. So. Na, das war einfach. Tschüss. Oh. Okay, du hast gewonnen. Du willst den Dolch? Hier hast du ihn. Danke. Okay, das war episch. Na, schön. So, dankeschön. Blutopferdolch zum zweiten. Okay, wir haben ihn, schön. Wir haben ihn zweimal. Ja, das war ja easy. Okay, er wollte bestimmt noch Macht oder so.
Und das hat er auch dringend nötig gehabt. Tja, aber auch er wurde verraten. Okay, und wo ist der Admiral hin? Willst du mich verarschen? Ist er schlafen gegangen? Währenddessen? Aber willst du mich verarschen? Oh, das sind doch alle... Die sind doch alle... Was hab ich da gehört? Ach, jetzt komm raus, verdammt doch mal. Willst du mich verarschen? So ein wichtiges Duell und du schläfst. Slane hat den Kampf verloren. Es ist ein großer Schock für mich, dass Slane zu Mara übergelaufen ist. Ja, sieht man. Sicher war er nicht immer das, was ich mir unter einem ordentlichen Pirat vorstelle, aber... Nicht schlimm. Ohne Slane wäre Jaffa nicht hier. Jaffa, helfen! Ja, das stimmt. Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Wie wär's mit... Danke, hier hast du all mein Gold. So weit würde ich nicht gehen. Aber du hast dir in der Tat eine Belohnung verdient. Wenn du willst, bilde ich dich zum Schwertmeister aus. Oh. Was ist eigentlich mit dem Dolch? Den hatte Slane natürlich. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut gemacht, Captain. Ich hoffe, dass du auch weiterhin erfolgreich bist. Wir müssen alle Artefakte in unseren Besitz bekommen, bevor Mara alles in Schutt und Asche verwandelt hat. Mhm. Ja, wäre besser für alle, wenn ich erfolgreich bin. Ansonsten schafft es keiner. Unterrichte mich. Was soll ich dir zeigen? Schwertmeister. Ich bin noch nicht gut genug. Och, verdammt. Okay, Klinge 10 fehlt. Na schön. Okay, Säbel und Degen. Moment. Nein, nicht wieder schlafen gehen. Och, dieser Typ, ey. Willst du mich verarschen? Und der ist Admiral. Okay, Sekunde, muss einmal schauen. Was warst du nochmal? Du bist... Okay, Hiebwaffe. Ist das hier ein Säbel? Ja, müsste ein Säbel sein, okay. Okay, und... Ach, Mist. Falscher Knopf. Okay, es dauert noch 2. 2 Stück. Bleib hier, verdammt. Unterrichte mich. Was soll ich dir zeigen? Einmal das hier. Ich will den Säbel meisterhaft beherrschen. Du bist schon ganz gut, aber du kannst noch besser werden. Mhm. Ein Säbel ist nicht einfach nur eine Hiebwaffe. Die Klinge hat eine Schneide und die benutzt du noch zu wenig. Schneiden und schlagen. Benutze beide Techniken. Dann kannst du zum größten Schwertmeister der südlichen Inseln werden. Na schön. Okay, ich hab verstanden. Zuhauen und schlagen. Oder irgendwie so. Was machen wir, wenn wir die Artefakte haben? Natürlich werden wir versuchen, sie gegen Mara einzusetzen. Was denn sonst, du Grünschnabel? Dazu müssten wir Mara erst einmal finden. Das klären wir, wenn sich die Artefakte in unserem Besitz befinden. Wie du das sagst, hört sich das ganz einfach an. Vertrau mir. Wir werden einen Weg finden. Wie du meinst. Ich gehe dann mal wieder. Viel Glück, mein Junge. Komm heil und gesund wieder. Ja, kannst weiter schlafen. Tschüss.